von der einst so erfolgreichen Firma Zynga, die auf Facebook Millionen gescheffelt haben mit Schrottspielen wie Farmville oder Frontierville oder Cowclickerville, hört man eigentlich gar nichts mehr Positives. Nur, dass sie eine Menge Leute entlassen mussten, weil ihre Spiele nicht mehr sonderlich erfolgreich sind. Wen hätte es gewundert? Irgendwann kommt selbst der Dümmste dahinter, dass das alles nur Abzocke ist. Deswegen scheint man ein neues Betätigungsfeld gefunden zu haben. Man lizenziert jetzt an Creo zum Beispiel Cityville Invasion und macht Blind Bets draus. Ist das nicht prima? Show Collection 2 und es sind 8 Korean Figure 2 Packs to collect. Es sind nämlich immerhin gleich zwei da, Figuren drin. Es ist Pseudo-Lego, wie man schon am tollen Creo-Logo sehen könnte. Und es enthält 2 Korean Figures und 1 Motion Brick. For use with Sonic Motion Brick, sold separately. Was zum Teufel soll das dann sein? Entweder ist es drin oder ist es nicht drin. Product Show in Fantasy Situation. Natürlich sieht es nicht so aus wie das, was man aus dem Blind Bag rausholt. Ist irgendwie logisch, oder? Es sind alles eine Menge Monster und ganz brave Helden, die die Cityville Invasion niederschlagen müssen. Denn natürlich gibt es eine Free-to-Play-App für alle Smartphone-Konfigurationen unter der Sonne, wie auch Android, worunter ich es getestet habe. Und ja, es ist natürlich das übliche Spielchen. Es ist kein Cow-Clicker, immerhin. Es hat natürlich die üblichen Farmville-Elemente, wie irgendwelche Gebäude bauen auf Timern, die man dann überspringen kann, indem man echtes Geld bezahlt. Aber es hat auch Action-Elemente. Man muss die Cityville Invasion niederschlagen als braver Polizist, der auf alle möglichen Aliens und, und bösen Buben schießt. Das ist ganz spannend, aber auch wieder nicht. Am Ende ist es dann doch wieder nur Free-to-Play, nicht wahr? Aber es ist ein Code dabei für Cityville Invasion. Ganz toll. Ihr werdet ihn bestimmt haben wollen, oder? Hinten drauf sind alle möglichen Vögel, die da drin sein können. Wie zum Beispiel Skip Shred, der Eskimo auf seinem Snowboard. Oder Snowfoot oder Snowfool. Ganz genau kann ich das nicht lesen. Knee Drops, El Fuego. Admiral Burnside, das sagt mir alles überhaupt nichts. Mr. Muscle, ist das nicht ein Putzmittel? Mittlerweile? Ich glaube schon. Und Boltman mit einem riesigen Bolt in der Hand. Ja, die sehen eigentlich ganz nett aus. Das sind allerdings ziemlich deutliches Billig-Lego, auch wenn es von Hasbro ist. Some poses may require additional support. What? Was soll das heißen? Wie? Dass sie nicht stehen, wenn man sie in bestimmte Posen bringt? Das könnte sein. Das ist bei diesen Dingern meistens so. Na dann. Sehr gespannt, was die uns hier so bringen wollen. Cityville Invasion, Ages 6 to 12, aber nicht älter. Mit 36 passe ich da also nicht mehr ganz so richtig rein. Das hätte mich jetzt auch arg gewundert. Eine Bauanleitung für jeden Einzelnen, das ist ja mal nett. Die Figuren scheinen ziemlich klein zu sein, wenn einem das hier auffällt. Und hinten drauf gibt es ein gesamtes Playset von denen. Ja, natürlich. Vielmehr viele Playsets, die man alle zusammenbauen kann und sich darüber freuen. Sehen ganz okay aus, aber irgendwie, das ist alles nicht sonderlich originell. Gut, aber das ist Lego jetzt natürlich auch nicht mehr sonderlich. Schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Einzeln eingetütet, weil das ja notwendig ist. Und ein Code für Creo Cityville Invasion. Scan Code in Game. Ist der immer anders? Ich kann mir kaum vorstellen. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Code für irgendwas hier. Bitteschön. Scannt es in Game. Ja? Wenn das können. Ich weiß nicht, ob es geht. Probiert's. Und da ist unser Creo Schieß mich tot. Geil. Wer ist denn das jetzt eigentlich hier? Könnte alles sein. Irgendwas aus Grün. Ist es Drippers? Wahrscheinlich. Mal die Schere bemühen. Eine Menge Zeug dabei. Ein Block mit Creo drauf. Wie Creo-tief ist das denn? Nein, es ist Boltman, wie es auch. Nein. Hä? Ein Moment mal, jetzt wird es aber ganz merkwürdig hier. Ach nein, es sind ja zwei. Bin ich blöd, Mensch. Lesen bildet. Es sind ja zwei. Das ist Boltman und Drippers in einem. Ich baue die mal auf. Da sind sie. Boltman und Drippers. Wenn ich heute ein bisschen neben mir stehe, tut es mir leid, aber es ist hier 35 Grad warm und super schwül. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Und so kommt das natürlich dazu, dass ich
einsehe, wo zwei drin sein sollen, obwohl ich vorher vorgelesen habe, dass es zwei sind. Selbst schuld, wenn man bei 35 Grad Videos macht. Aber ich wollte euch nicht im Regen stehen lassen oder vielmehr im drohenden Gewitter, was hoffentlich bald kommt und diesen Quatsch beendet, denn es ist mir wirklich zu warm. Ja, die sind natürlich jetzt recht klein, viel kleiner als Lego-Figuren und haben überhaupt keine Artikulation, also besonders die Beine sind einfach nur ein Block. Sie sind ganz nett, aber irgendwie Cityville ist halt auch nicht ganz nett. Nicht wirklich. Ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Die Waffen sind natürlich irgendwie arg übergroß. Oh mein Gott, ja. Kann man machen. Immerhin sind gleich zwei Figuren bei. Also ansonsten wäre der Preis von, glaube ich, $3 oder sowas pro Blindback auch ein bisschen schwierig gewesen. Aber bitteschön. Ich habe noch einen. Ich baue die mal gleich einfach auf. Ha, toll. Das ist genau dasselbe Ding wie vorher. Och Mensch, was ein Mist. Hätte gerne noch mehr davon gesehen, aber es sieht nicht so aus, als ob es uns vergönnt wäre. Ich habe mir stattdessen diesen tollen Code nochmal angeguckt und ihn einfach mal im Spiel gescannt, denn ich habe ja zwei davon. Es ist immer derselbe. Beide sind absolut identisch, das war mir irgendwie schon auf den ersten Blick klar. Und man kriegt dafür im Spiel ein Golden Ticket, offensichtlich nur einmal pro Account praktisch. Und dafür kriegt man eine weitere Spielfigur. Allerdings eine zufällige, das ist also eine Art Blindback nur im Spiel. Ist ja auch nicht schlecht. Warum nicht? Ja, mehr lässt sich hier leider nicht drüber sagen, außer dass ich halt Pech hatte und das Ganze so ein bisschen Rip-Off wirkt. Wie Farmville, Cityville, Blaville halt auch so ist, nicht? Man investiert viel Geld und kriegt nichts mehr raus. Traurig, aber wahr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!